Heute ist wieder Ranking-Zeit. Heute ranken wir nämlich alle Bücher, die ich 2022 gelesen habe. Wir nutzen dafür wieder tiermaker.com und der Modus ist ähnlich wie in meinem Video zu den Büchern aus 2021 und auch zu den Sebastian Fitzek und Stephen King Büchern, die ich schon mal gerankt habe. Welches Buch war mega, welches ein absoluter Flop und an welche kann ich mich vielleicht gar nicht mehr erinnern? Das und viel mehr erfahren wir heute im Video. Wenn man die ganzen Bücher und Geschichten, die man erlebt hat, Revue passieren lässt, ist es immer ziemlich interessant, weil man dann nochmal natürlich drüber nachdenkt, wie man sie damals bewertet hat und wie sehr sie einem vielleicht jetzt in Erinnerung geblieben sind. Ganz oft verändert sich bei mir die Bewertung eines Buches im Laufe der Zeit, unter anderem deshalb, weil ich mich dann gar nicht mehr so richtig an das Buch erinnern kann und das ist dann für mich immer ein Zeichen dafür, dass das Buch eigentlich gar nicht mal so gut war und dass man es einfach extrem schnell vergisst und es deswegen austauschbar ist. Bei manchen Büchern hingegen, die ich anfangs gar nicht mal so gut fand, denke ich mir dann hinterher, naja, aber irgendwie bleibt diese Geschichte bei mir und deswegen verdient es vielleicht einen höheren Platz in meinem Ranking. Wir schauen jetzt einfach mal und öffnen mal das Programm. So, das hier unten sind meine Bücher, die ich 2022 gelesen habe. Es sind, glaube ich, 30 Stück an der Zahl. Das war für meine Verhältnisse ein einigermaßen schwaches Lesejahr. Ich habe auch gar nicht so viele Neuerscheinungen gelesen, sondern viele Bücher von meinem Sub befreit. Nichtsdestotrotz haben wir hier die Kategorien Top 3, sehr gut, mittelmäßig, nicht so meins und Flop 3. Wobei ich schon mal spoilern kann, dass ich in diesem Video gar keine Flop 3 benötige, weil mein Lesejahr eigentlich ganz gut war und ich gar nicht so viele Flops hatte. Und hier unten gibt es nun die Buchcover in wahlloser Reihenfolge und die sortieren wir jetzt one by one hier oben ein. Ich ändere mal kurz hier ein bisschen die Reihenfolge, damit nicht zum Beispiel direkt nur Turmbücher von Stephen King kommen. Den Anfang machen wir mit Schlaflos von Stephen King. Schlaflos habe ich erst im Dezember gelesen, also ich habe es noch sehr, sehr frisch in Erinnerung, habe auch gerade erst in meinem letzten Lesemonat davon erzählt. Schlaflos ist ein richtiger Brummer mit fast 1000 Seiten. Es ist teilweise ein bisschen ambitioniert. Es ist garantiert nichts für Stephen King-Einsteiger, das kann ich schon mal dazu sagen. Und es erzählt eine super interessante Geschichte, die auch sehr, sehr eng mit dem Dunklen Turm verknüpft ist. Wenn man also Stephen King-Fan ist und Bock hat, sich auf eine etwas langwierigere Geschichte einzulassen, dann ist Schlaflos richtig gut. Meines Erachtens verdient dieses Buch überhaupt nicht den schlechten Ruf, den es innerhalb der Stephen King-Community irgendwie innehält. Ich mochte die Figuren, ich mochte die Handlung, ich fand es teilweise richtig creepy. Ich fand, es war genau der richtige Mix aus Realismus und irgendwie dem Übernatürlichen. Ich fand das letzte Drittel unfassbar spannend. Und ich weiß wirklich nicht, warum das so unterschätzt ist und ich würde das einsortieren in sehr gut. Als nächstes sehe ich hier in der Liste Harry Potter Teil 2 und Harry Potter Teil 1. Wir können das dann auch direkt alles abfiedeln und auch Teil 3 und 4 mitnehmen. Die habe ich nämlich alle 2022 gereadet. Ich habe diese Bücher schon hunderte von Male gelesen. Also es ist eigentlich nichts Neues. Aber immer so zur Weihnachtszeit hin werde ich dann ein bisschen nostalgisch. Und da gehört Harry Potter dann irgendwie dazu. Die kann man wunderbar als Hörbuch hören. Und ich bin ein riesiger Harry Potter Fan, musste aber nicht mehr so viel zu sagen. Also eigentlich gehört jedes einzelne dieser Bücher in meine, wo ist das andere hier, in meine Top 3, also ganz klar. Aber irgendwie wäre das ja auch langweilig, weil es sind alles nur Rereads, also stecke ich die eigentlich alle in sehr gut. Mein Lieblingsteil von Harry Potter, Unpopular Opinion, ist zum einen der Feuerkelch und zum anderen die Kammer des Schreckens, der zweite Teil, weil der irgendwie so ein bisschen Crime-artig fast schon ist. Ich fand die Kammer des Schreckens immer am gruseligsten und ich mochte dieses Ganze, dass Harry, Ron, Hermine versucht haben herauszufinden, wer hinter den Anschlägen steckt. Man hat ein bisschen mehr über die Mythologie herausgefunden, man hat mehr über Lord Voldemort herausgefunden und natürlich war der Stein des Weisen schon unfassbar genial, aber ich fand bei die Kammer des Schreckens hat das die ganze Geschichte irgendwie nochmal auf so ein anderes Level gehoben. Wir behalten diese Bücher einfach in sehr gut. Ich habe halt Harry Potter auch einfach in sehr guter Erinnerung nach wie vor und meine Erinnerung trügt nicht und was soll ich noch sagen?
Dann wieder ein Stephen King Buch, nämlich Feuerkind. Feuerkind haben wir gemeinsam im Buchclub gelesen, den ich ja 2022 ausgerufen habe. Wenn ihr auf eine Fortsetzung des Buchclubs wartet, als treuer Zuschauer meines Kanals, dann kann ich euch sagen, das kommt. Nur jetzt nicht im Januar, auch nicht im Februar, auch nicht im März, aber vielleicht ja für den King im April, ne? Feuerkind hatte ich lange Zeit gar nicht so richtig auf dem Zettel. Ich fand immer, dass das so ein bisschen wie ein Abklatsch von Carrie klingt, weil es geht auch hier um ein Mädchen, das pyrokinetische Fähigkeiten hat. Das bedeutet, sie kann Dinge mit der Macht ihrer Gedanken in Flammen aufgehen lassen. Und als dann das Remake in die Kinos kam, brach ja irgendwie so ein kleiner Feuerkind-Hype aus. Und da dachte ich mir, liest du das Buch doch mal. Den Film habe ich bis heute nicht geguckt. Der soll ja auch wirklich nicht das Gelbe vom Ei sein. Das Buch hat mich aber wieder ein bisschen überrascht. Hier haben wir wieder mal die Wundertüte Stephen King. Ich habe Feuerkind nämlich als sehr, sehr modern und als sehr, sehr actionlastig empfunden. Das Buch kam ja 1980 raus und trotzdem hat es irgendwie total den modernen Einfluss. Auch hier haben wir eine Geheimorganisation, die Jagd macht auf dieses Kind mit den pyrokinetischen Fähigkeiten und ihr Vater schützt sie. Es ist eigentlich die ganze Zeit über eine rasante Verfolgungsjagd und es ist einfach Action. Es ist überhaupt nicht Horror, finde ich. Es ist wirklich ein Action-Thriller. Auch das Ende unfassbar temporeich und mir hat es ziemlich gut gefallen. Es ist nicht der beste King, den ich jemals gelesen habe, weil ich es manchmal ein kleinen Tick trashig vielleicht sogar fand, aber insgesamt war es ein gutes Buch und deswegen packe ich es in sehr gut. Man sieht schon, das Lesejahr war ziemlich gut. Dann haben wir meine Schwester, die Serienmörderin. Das ist fast schon eine Novelle, das Buch hat nämlich nur an die 200 Seiten und es erzählt die Geschichte von zwei Schwestern. Eine von denen bringt am laufenden Band eigentlich ihre Ehemänner bzw. ihre Affären um. Und die andere Schwester deckt sie so ein bisschen. Also die gerät irgendwie in diesen Strudel aus Mord und Lügen und Intrigen. Das Ganze ist wirklich für seine 200 Seiten mega tiefgründig und auch mega spannend. Wieder ein Buch aus der Kategorie, wow, auf wenig Seiten so viel gesagt. Und ich glaube tatsächlich, dass das eines meiner Tops des Jahres ist. Ich mochte das Setting, ich mochte es, dass das so einen feministischen Einschlag fast schon hatte. Ich mochte es, dass es trotzdem irgendwo so ein bisschen skurril war und trotzdem in seiner Skurrilität sehr schön immer noch die Emotionen dargestellt hat und einfach diese Situation aus so einem ganz einzigartigen Blickwinkel betrachtet hat. Also das ist wirklich ein ganz ungewöhnliches Buch, bei dem ich wirklich Lesefreude hatte. Vielleicht gehört es auch zu sehr gut, aber jetzt so mein erster Impuls ist auf jeden Fall, es in meine Top 3 zu stecken. Aber mal gucken, was dann noch für Bücher reinkommen. Vielleicht muss ich am Ende des Videos noch umsortieren. Dann haben wir Cold Storage, es tötet. Ein Buch, an das ich mich kaum mehr erinnern kann, weil ich es auch abgebrochen habe. Soweit ich weiß, ging es um einen Pilz oder um ein Virus, das irgendwie ausgebrochen ist. Und viel mehr weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist wirklich ein Buch, das extrem schlecht geschrieben ist, liegt vielleicht auch daran, dass der Autor ursprünglich Drehbuchautor ist und ich glaube, er hat das Buch schon so ein bisschen verfasst unter der Prämisse, dass dieses Buch irgendwann verfilmt wird. Und so hat sich dieser Roman wirklich auch gelesen. Relativ emotionsarm, sehr dialoglastig, in den Dialogen sehr, sehr viel Exposition. Merkwürdige, ekelhafte Szenen, die waren einigermaßen spannend, aber insgesamt hat mich das Buch einfach null emotional involviert. Und deswegen habe ich es dann nach der Hälfte, glaube ich, abgebrochen und dementsprechend ist es für mich ein Flop des Jahres. Ich kann da aber, wie gesagt, gar nicht mehr so viel zu sagen. Vielleicht gehört es auch irgendwie zu nicht so meins, weil das ist ja irgendwie sowieso die Bezeichnung, die auf Bücher, die ich nicht mag, zutrifft. Das heißt ja nicht, nur weil es ein Flop für mich ist, dass das bei euch auch so sein muss. Aber mir persönlich hat es nicht so gut gefallen, deswegen kommt es hier mal ganz unten in die Liste.
So, dann haben wir hier Crush von Tracy Wolf. Und das fand ich großartig. Das kommt in meine Top 3. Das ist der zweite Band der Crave-Reihe, eine Jugendbuch-Fantasy-Reihe rund um Grace, eine verwöhnte Göre, sag ich mal, der aber wirklich etwas Schlimmes widerfährt. Ihre Eltern sterben nämlich und deswegen muss sie an eine Akademie, an ein Internat, das ihr Onkel leitet, und dort trifft sie auf den mysteriösen Bad Boy Jackson. Stellt sich heraus, dass es hier magische Wesen gibt, und das Ganze entwickelt sich zu Twilight meets Harry Potter meets The Mortal Instruments. Es ist eine Jugendgeschichte ohne viel Anspruch, es ist selbstironisch, es ist zynisch, es ist fantastisch, es ist spannend, es ist vollkommen zum Augenrollen und es hat mich sowas von in seinen Fängen, diese Geschichte. So sehr in ihren Fängen, dass ich auch den dritten Band Covid gelesen habe, 2022. Und der gehört nicht in die Top 3, der gehört irgendwo zwischen sehr gut und mittelmäßig, denn bei Covid war das Problem, dass dieses Buch fast 1000 Seiten hat und wirklich es nicht auf die Kette bekommen hat, einfach eine geradlinige Geschichte zu erzählen. Es gab nicht einfach einen Startpunkt und ein Ziel, sondern die Geschichte hat so viele unnötige Abschweifungen irgendwie gemacht. Es gab wirklich Szenen, die doppelt und dreifach waren. Grace Gedankengänge wurden 50.000 Mal erläutert. Ja. Ich weiß auch nicht, es war einfach zu viel Worldbuilding. Ich hatte im dritten Band diese Reihe dann doch so ein kleines bisschen über. Also ich habe mich dann gefreut, als das Buch zu Ende war. Aber es endete dann wieder mit einem riesen Cliffhanger. Ich habe am Ende wieder gemerkt, dass ich total into it bin, dass ich die Reihe irgendwie verschlinge, weil ich habe auch diese 1000 Seiten, auch wenn sie teilweise langweilig waren, echt schnell durchgelesen. Deswegen irgendwie. Ich kann es nicht in mittelmäßig einsortieren. Es war schon einfach sehr gut, weil es unfassbar gut unterhält, trotz seiner Längen, trotz seiner Augenrollmomente. Und das gilt für beide Teile. Aber Crush war mit Abstand der stärkere von den beiden und gehört in meine Top 3. Covid aber war auch irgendwo ein Highlight, was mich durch das Jahr so ein bisschen begleitet hat. So, weg von den Teenie-Jugendbüchern hin zu einem waschechten Thriller für Erwachsene. 13 von Steve Cavanaugh, das war ja so ein kleiner Überraschungshit dieses Jahr eigentlich, ist ja auch schon der fünfte, sechste Band einer Reihe rund um den Staatsanwalt Eddie Dean. Heißt er Eddie Dean? Oder ist Eddie Dean von Der dunkle Turm? Eddie Flynn? Sag mal, Eddie Flynn. Eddie Flynn verteidigt in diesem Buch jemanden, der zu Unrecht des Mordes angeklagt ist, und der Mörder befindet sich unter den 13 Geschworenen. Das heißt, dieser Mörder tut natürlich alles dafür, dass der Mann, der unschuldig angeklagt ist, verurteilt wird und dass der Mörder einfach davonkommt. Das Buch ist teilweise aus der Sicht dieses Mörders geschrieben. Dieses Buch ist teilweise völlig over the top. Also das, was der Mörder da macht, ist irgendwie, ja, ne, könnte auch ein Layman geschrieben haben. Aber das Ganze hat dieses unfassbar coole Setting, das alles in diesem Justizbereich spielt und das auch alles wirklich richtig gut erklärt wird. Also dieses ganze Geschworenen Ding, ne? Zeugenschutzprogramm, whatever, was die Amis alles haben, das war mir relativ fremd. Und Steve Cavanaugh hat es geschafft, das richtig cool und unterhaltsam zu erklären und so gut in die Geschichte einzuflechten, dass man über so ein paar Augenrollmomente einfach richtig gut hinweggucken konnte. Das war temporeich, das war spannend, das war cool geschrieben. Ich mochte Eddie Flynn als Protagonist. Man hat nicht gemerkt, dass das der fünfte Band einer Reihe ist. Also es ist nicht so, als hätte man hier alle anderen Bände auch lesen müssen. Es ist eher so ein gewöhnlicher Thriller, der immer pro Buch einen Fall beschreibt, mit losen Verknüpfungen zum Band davor, die aber auch nochmal in Expositionsdialogen nochmal zusammengefasst werden. Und es ist von dieser Art von Thrillern, die ich normalerweise nicht so gerne mag, eines der besten, die ich bisher gelesen habe. Ich möchte auf jeden Fall auch die anderen Bücher von ihm lesen. Die werden jetzt ja sukzessive alle neu aufgelegt, weil 13 einfach so ein großer Überraschungserfolg in Deutschland war. Völlig zu Recht, meines Erachtens. Ich würde es entweder in meine Top 3 oder in sehr gut einsortieren. Vorerst wahrscheinlich sogar in meine Top 3.
Des Weiteren habe ich gelesen die Biografie von Viola Davis. Viola Davis kennt vielleicht der ein oder andere von euch als Annalise Keating aus How to Get Away with Murder oder auch neuerdings als Oscar-Preisträgerin. Sie ist einfach eine Hollywood-Schauspielerin, die auch sehr renommiert ist. Sie verkörpert eigentlich immer total dreidimensionale Figuren, die irgendwie in Graustufen dargestellt werden, und das liegt wahrscheinlich auch an ihrer Schauspielkunst. Gleichzeitig ist sie Aktivistin. Ich habe sie in How to Get Away with Murder einfach nur geliebt und ich mag sie einfach persönlich aus den Interviews, wie ich sie so kennengelernt habe. Und dann, als ich gehört habe, dass ihre Memoiren rauskommen, habe ich mir das Ganze als Hörbuch vorlesen lassen, und zwar von ihr höchstpersönlich. Sie hat das nämlich eingesprochen und das hat echt dazu geführt, dass das für mich ein cooles Erlebnis war. Sie erzählt wirklich Ausschnitte aus ihrer Kindheit sehr detailgetreu, teilweise wie in einem Roman, aber immer mit so einem kleinen Viola Davis-Einschlag. Also irgendwie ich habe ihr das wirklich alles abgekauft. Ich konnte mir gut vorstellen, wie sie dieses Buch verfasst hat. Ich mochte ihre Sprechstimme dazu. Also es war einfach irgendwie ein richtig gutes, persönliches Buch. Ich lese normalerweise nicht so oft Biografien oder Memoiren, aber das hat mir wieder mal gut gefallen. Das geht in die Spalte sehr gut. So, nun haben wir hier einen Kandidaten, mit dem es sich schwierig verhält. Das ist nämlich das neue Buch von Hanya Yanagihara, die mich ja mit Ein wenig Leben nachhaltig beeindruckt hat. Ein wenig Leben ist nach wie vor das Buch, das mich, glaube ich, am meisten begleitet, auch nach all den Jahren, nachdem ich es gelesen habe. Und ich habe mich wirklich auf ihr neuestes Buch gefreut, hatte aber jetzt nicht die Erwartungen daran, dass es Ein wenig Leben irgendwie toppen würde oder müsste. Also, ne, das wollte ich gar nicht. Es ist auch etwas komplett anderes. Zum Paradies erzählt nämlich drei verschiedene Geschichten auf drei verschiedenen Zeitlinien, aber nicht ineinander verknüpft, sondern hintereinander. Es erzählt immer die Geschichte eines alternativen Amerikas und die Protagonisten tragen den gleichen Namen über diese Epochen hinweg. Ich weiß leider bis heute nicht, was dieses Buch mir sagen wollte. Es hat fast 1000 Seiten, das heißt, jede Epoche bekommt so 300 Seiten ungefähr. Und immer, wenn ich gerade in die Geschichte reingekommen bin, so nach 250 Seiten, ja, war sie 50 Seiten lang richtig gut und richtig emotional. Und dann kam plötzlich der Cut und ich musste eine komplett neue Geschichte lesen. Es hat sich mir bis zum Ende leider nicht erschlossen, was diese Geschichten miteinander zu tun haben, außer einen thematischen Grundgedanken, der über allem steht. Der dritte Teil dieses Buches hätte für sich alleine stehen können. Für sich alleine wäre das ein super Roman gewesen. Aber so wirkte es leider irgendwie ein bisschen oberflächlich und so wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Es tut mir weh, aber ich muss das in mittelmäßig einsortieren, weil es einfach viel falsch gemacht hat, meines Erachtens. Es war wirklich kein sehr gutes Buch, das kann man nicht sagen. Es hatte sehr gute Ansätze, es hatte wirklich Szenen, die mich emotional extrem mitgenommen haben. Der Anfang war super, das Ende war gut, also die dritte Geschichte war gut. Die zweite Geschichte fiel da ein bisschen raus und ich kann mich auch an vieles einfach nicht mehr erinnern, jetzt ein paar Monate, nachdem ich das gelesen habe. Also leider Gottes eines der mittelmäßigsten, kann man das als Superlativ überhaupt sagen, eines der mittelmäßigsten Bücher, die ich vergangenes Jahr gelesen habe. Jetzt haben wir hier den vierten Band von Elias und Laia von Sabatahir. Das ist der Abschlussband dieser Jugend-Fantasy-Reihe. Und der kam jetzt, ich glaube, 2-3 Jahre nach dem dritten Band. Deswegen fiel es mir erst echt schwer, da wieder reinzukommen. Nach und nach ging es dann aber, ich habe mir das Hörbuch zur Hilfe genommen, super, super vertont. Also Elias und Laia ist wirklich eine Geschichte, die müsst ihr als Hörbuch hören, weil die SprecherInnen einen super Job machen, die Emotionen rüberbringen und auch jeder Charakter seine eigene Stimme hat. Also es wird aus drei verschiedenen Perspektiven gelesen, beziehungsweise in diesem Band waren es, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene SprecherInnen sogar.
Ich liebe Elias und Laia. Es ist für mich eine der besten Jugendfantasy-Reihen, weil sie sich nicht nur auf die Liebesgeschichte konzentriert, sondern auch wirklich teilweise brutal ist, teilweise diesen High-Fantasy-Aspekt sehr, sehr gut hat. Und was mir in diesem letzten Band ganz besonders positiv aufgefallen ist, ist, dass jeder Antagonist seine eigene Geschichte hatte. Dass ich auch bei den Bösewichten verstehen konnte, warum sie so gehandelt haben. Es ist nicht nur schwarz-weiß, jeder hat irgendwie sein eigenes Motiv. Es sind nicht einfach nur Bösewichte, die die Welt vernichten wollen, sondern sie haben irgendwie ihre Gründe und sie haben einen tiefer gehenden Sinn. Und das gilt nicht nur für die Antagonisten, sondern auch für unsere Hauptfiguren, für Elias, für Laia, für Helena. Es ist einfach eine Reihe mit sehr viel Herz, mit sehr viel Action, mit sehr viel Magie. Lasst euch von diesen wirklich hässlichen Rosamunde-Pilcher-artigen Covern nicht abschrecken, sondern gebt dem Ganzen eine Chance, wenn ihr auch nur im Entferntesten mit High Fantasy etwas anfangen könnt oder mit Jugendfantasy, dann solltet ihr auf jeden Fall Elias und Laia eine Chance geben. Sortiere es nicht in die Top 3 ein, aber bei sehr gut. Für den Sprung in die Top 3 fehlte einfach so noch das letzte Fünkchen irgendwie. Also zum Ende hin, ja, hat es sich ein kleines bisschen gezogen, deswegen gab es von mir nicht die volle Punktzahl. Aber ein sehr gutes Buch ist auch der vierte Band alle Male. Und ich glaube, die komplette Reihe gemeinsam, also alle vier Bände, wenn wir die als eins betrachten, würde das hier in die Top 3 kommen. Aber den vierten Band packen wir zu sehr gut. Dann haben wir hier Ancora von Colin Hadler. Das ist ebenfalls ein Jugendfantasy-Buch. Das spielt in einer Gemeinde, wo unsere Protagonistin quasi Urlaub macht. Das ist so eine Kommune, wo sie dann, wo alles irgendwie selbst angebaut wird, wo sie keine richtige Elektrizität haben, so, wo einfach mal irgendwie alles anders ist. So ein Abenteuerurlaub irgendwie für sie und für ihren besten Freund und für ihren festen Freund. Ich glaube, die waren alle mit von der Partie. Und hier passieren aber nach und nach merkwürdige Dinge. Sie hat auch ein Gedicht bei sich, das ihre Mutter geschrieben haben soll, das ihren eigenen Tod vorhersagt. Ich muss das Ganze irgendwie in Klammern setzen, weil der Plot war schon wirklich ein bisschen wirr. Ich kann mich nicht mehr an so vieles erinnern, ehrlich gesagt. Aber es ist von der Atmosphäre her irgendwo zwischen The Village, dem Film von 2004, und einem Stephen King. Also das ist wirklich so ein bisschen, ich fand, das war der deutsche Stephen King für Jugendliche. So kann man das beschreiben. Ancora war wirklich ein sehr spannendes Buch, das man so wegsnacken konnte irgendwie, weil es einen durch die ganzen Cliffhanger und durch die ganzen Mysterien, die aufgeworfen wurden, sehr, sehr gut bei der Stange gehalten hat. Aber so der letzte Fünkchen fehlte da irgendwie, weil, wie gesagt, jetzt rückblickend gesehen, weiß ich nicht mehr alle Zusammenhänge, aber es war ein sehr gutes Buch. Das ist vermutlich in 2, 3 Jahren nochmal so ein Reread-Kandidat und ich weiß auch, dass jetzt bald das neue Buch von Colin Hadler rauskommt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Dem werde ich auf jeden Fall auch eine Chance geben, um zu gucken, ob das hier eine Eintagsfliege war oder ob der Junge einfach Talent hat. Ich glaube, letzteres ist der Fall. So, dann haben wir Frost von Ragnar Johansen. Und tatsächlich bin ich komplett verwirrt, weil ich dachte, ich hätte das irgendwie 2021 sogar gelesen. Ragnar Johansen hat ja diese ganze Reihe rund um Hulda geschrieben, die rückwärts erzählt wird, die wirklich gut war, die mal was Neues war. Und Frost ist jetzt der inoffizielle vierte Teil davon. Das spielt nach der Hulda-Reihe. Wir verfolgen hier Huldas ehemaligen Partner, der einen Mordfall aufklärt. Und Leute, ich kann mich an nichts mehr erinnern aus diesem Buch. Ungelogen, an nichts mehr. Und das ist echt kein gutes Zeichen. Ich weiß auch noch, dass mir das nicht so gut gefallen hat wie die Hilda-Reihe. Es war irgendwie schon noch cool, es ließ sich auch schnell lesen, aber es war alles in allem ein mittelmäßiges Buch. Und weil ich nicht mehr so viel dazu sagen kann, gehen wir direkt zum nächsten Buch.
Das nächste Buch ist nämlich Perfect Day von Romy Hausmann. Ich bin ja ein Romy Hausmann-Fan, deswegen war es klar, dass ich mir auch sofort ihr neues Buch zulege und es sofort wieder verschlinge. Und es ist wieder ein Buch, das Martha schläft, auf jeden Fall in nichts nachsteht. Natürlich kommt es nicht an Liebes Kind ran, aber Perfect Day war ein sehr guter Thriller. Hier geht es um ein Mädchen, das die Unschuld ihres Vaters beweisen möchte. Es gab nämlich eine Mordserie, wo immer kleine Mädchen getötet wurden und an den Tatorten rote Schleifchen gefunden wurden. Und ihr Vater wird eben beschuldigt, diese Leute getötet zu haben. Und sie sucht nach seiner Unschuld im Endeffekt. Und sie wird selbst von ihren Emotionen mitgerissen und geht auf eine relativ abgefahrene, spannende Reise. Erst einmal danke Romy Hausmann für den Ohrwurm, für die Introduction von Perfect Day. Das ist wirklich ein großartiger Song, der dieses Buch hier auch maßgeblich inspiriert hat. Und Perfect Day zeigt ein für alle Mal die Handschrift von Romy Hausmann, die sich ja schon bei Martha schläft so ein bisschen herauskristallisiert hat. Verworrene Geschichten, so ein bisschen mit einem sehr, sehr psychologischen Einschlag, wo auch immer irgendwie ein Mord oder mehrere Morde etwas mit drin zu suchen haben. Und wenn das so weitergeht mit Romy Hausmann, dann wird sie auf jeden Fall meine neue deutsche Thriller-Queen. Also ich mochte es wirklich sehr gerne und freue mich jetzt schon auf ihr nächstes Buch. Jetzt, wo ich gerade die Prämisse von Perfect Day erläutert habe, überspringe ich mal hier ein paar Bücher und gehe zu Unschuld von Tarkis Bürger, weil ich gerade feststelle, dass das fast die gleiche Geschichte erzählt. Unschuld erzählt auch die Geschichte von einem Mädchen, das die Unschuld ihres Vaters beweisen möchte. Ihr Vater sitzt nämlich im Todestrakt, weil er einen 16-Jährigen umgebracht haben soll. Sie schleust sich als Dienstmädchen ein in dieser Familie von dem Sohn, der getötet wurde, und will herausfinden, was wirklich passiert ist. Denn sie glaubt nicht, dass ihr Vater so etwas wirklich getan hat. Wenn ich Unschuld und Perfect Day direkt miteinander vergleiche, dann stinkt Perfect Day ab. Weil Unschuld war eines der besten Bücher des Jahres, kommt auf jeden Fall in meine Top 3. Das hatte nur 300 Seiten, aber hat auf jeder Seite so unfassbar viel erzählt. Also Tarkis Bürger schafft es einfach, auch den profansten Thriller literarisch wirken zu lassen. Es ist wirklich ein Fest, seine Bücher zu lesen, weil die so dreidimensional sind, weil wirklich alle seine Figuren bis in die kleinste Nebenfigur einfach lebendig sind. Man mitfiebert von der ersten bis zur letzten Seite. Und Unschuld hatte einfach so ein großartiges Ende und eine so großartige Auflösung, die absolut gepasst hat zu allem, was dieses Buch hier erzählen wollte. Und dahingegen hat sich Perfect Day vielleicht thematisch so auf der einen oder anderen Seite so ein kleines bisschen verloren, aber Unschuld war einfach die Top 3. Auf jeden Fall. Und um beim Thema Romy Hausmann zu bleiben, es macht vielleicht ein bisschen Sinn, das hier thematisch zu bündeln, gab es ja noch ihr True Crime Buch. Ein Sachbuch, in dem Romy Hausmann verschiedene Fälle vorstellt und auch hin und wieder Interviews führt mit Leuten, die Experten in diesem Bereich sind. Ich bin kein riesiger True Crime Fan. Ich kriege davon nämlich Albträume. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Ich bin aber ein großer Romy Hausmann Fan und deswegen habe ich mir True Crime, dieses Buch von ihr eben geholt und gelesen. Und ich fand es auch einigermaßen interessant, aber so richtig überzeugt von True Crime hat es mich nicht. Das sollte dieses Buch auch nicht. Dieses Buch wollte sehr, sehr respektvoll mit den Opfern umgehen. Es wollte, glaube ich, eher in die Psyche der Täter abtauchen. Aber das hat es meiner Meinung nach nicht so richtig gut geschafft, weil diese Interviews mit den ExpertInnen waren mir zu oberflächlich, waren mir zu rar gesät und ich hatte hier nicht irgendwie den Eindruck, dass mir Dinge irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen sind. Also es war vielleicht ein Tick zu oberflächlich. Ich weiß, was Romy Hausmann damit erreichen wollte. Ich fand auch, dass es sehr respektvoll mit den Opfern zum Beispiel umgegangen ist, aber es hat mich jetzt nicht zum absolut größten True-Crime-Fan bekehrt. Es war ein mittelmäßiges Buch, dessen Daseinsberechtigung ich absolut anerkennen kann, aber für mich war es jetzt nicht das größte Highlight. Also vielleicht kommt es sogar nicht so meins.
Aber ich pack's eher in mittelmäßig. So, dann gab es 2022 wieder mal einen waschechten neuen Stephen King, einen Fantasy-Stephen King unter dem Namen Fairy Tale. Da habe ich ja auch schon viel von erzählt hier auf meinem Kanal, deswegen nur so viel. Es war ein sehr gutes Buch. Ich packe es nicht in die Top 3, weil es in der Mitte so einen kleinen Durchhänger hatte. Der Anfang, die ersten 350 Seiten waren großartig und haben alles gezeigt, was Stephen King kann. Es war sehr, sehr gemächlich erzählt, ja, also der absolute Stephen King Skeptiker wird davon auch nicht überzeugt, weil Stephen King sich hier wirklich Zeit nimmt, um seine Figuren einzuführen, um die Beziehung aufzubauen zwischen Charlie und dem Mann, den er rettet. Dann gibt es noch diesen Hund Radar, der dazwischen mit rumspringt. Wir haben den Vater von Charlie, der alkoholkrank ist, der trockener Alkoholiker ist. Wir sehen so viele Snippets aus Charlies Kindheit und dann eben auch diesen Aufbau seiner Beziehung mit Mr. Bowditch. Und der fantastische Aspekt kommt nur ganz, ganz gemächlich in die Geschichte hinein. Und dann wird das Ganze plötzlich doch zu so einem Märchen-Fantasy-Schauermärchen. Und es war einfach ein richtig toller Mix. Ich mochte das Buch sehr, sehr gerne und das gehört auf jeden Fall zu den sehr guten Büchern von 2022. Ich freue mich einfach, dass Stephen King mal wieder so etwas auf den Markt geworfen hat. Außerdem kam 2022 neu aus seiner Feder Gwendys letzte Aufgabe. Das ist der dritte und abschließende Band der Gwendy-Reihe. Gwendy hat er ja zusammen mit Richard Chisma geschrieben, zumindest den ersten Band, das war eine Novelle. Den zweiten Band hat Richard Chisma alleine geschrieben und jetzt der dritte Band hier. Das ist wirklich ein Roman, den die beiden gemeinsam geschrieben haben. Da haben wir wieder Gwendy als Hauptfigur, die wir bereits in den ersten beiden Bänden kennengelernt haben. Und es ist aber thematisch etwas komplett anderes. Es geht immer noch um den Wunschkasten, den sie im ersten Band bekommen hat, der Mächte hat, die vielleicht auch für Gwendy nicht unbedingt gut sind. Das Ganze spielt im Weltraum, es ist was komplett anderes und es hat eine sehr, sehr deutliche Verknüpfung mit dem Dunklen Turm. Es ist so ein bisschen ein abgefahreneres Buch, also ich fand schon, dass es einigermaßen skurril war, aber ich fand es richtig gut. Also ich mochte das wieder, ich mochte den Dunklen Turm dahinter, ich mochte, dass es temporeich war, ich mochte das Setting, ich mochte die Figuren. Ich habe eigentlich kaum etwas daran auszusetzen. Ich mag die Gwendy-Reihe, den ersten und den dritten Band fand ich richtig gut. Der zweite ist eher mittelmäßig, aber alles in allem ist es echt eine coole Geschichte, die ja auch im Castle Rock-Zyklus spielt und ja, einfach echt cool ist. Dann hat auch Sebastian Fitzek mal wieder ein neues Buch rausgebracht, nämlich Mimik. Und Halleluja, Mimik war wieder ein bisschen bescheuert an der einen oder anderen Stelle, aber bei weitem nicht so bescheuert wie Playlist. Ganz im Gegenteil, Mimik war tatsächlich spannend und das Beste daran ist, dass Mimik auch eine Auflösung hatte, die ich absolut abgekauft habe. Mimik war ein bisschen konzentrierter auf die Protagonistin. Es war kein riesiger Verschwörungsthriller, wie Sebastian Fitzek sie manchmal schreibt, sondern es war ein intimer Psychothriller, ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem Serienkiller, der eine Frau festhält. Diese Frau ist Mimikresonanzexpertin und hat ihr Gedächtnis verloren, weil der Plot es so will. Und sie sieht ein Verhör von sich selbst, in dem sie behauptet, dass sie ihre eigenen Kinder bzw. ihre eigene Familie umgebracht hat. Und sie versucht nun herauszufinden, ob sie das wirklich getan hat oder nicht, ist aber gleichzeitig in den Fängen eines Killers. Mal wieder ein super komplexer Plot, der aber irgendwie gut aufgelöst wird und wo ich dachte, Chapeau, Fitzek. Er hat sich hier nicht hinreißen lassen, so übermäßig brutale Szenen zu schreiben. Es war ein verhältnismäßig unaufgeregter Fitzek. Und deswegen bin ich fast schon versucht, ihn bei sehr gut einzusortieren. Aber es gehört irgendwo dazwischen. Und wenn ich mir angucke, mit was für anderen Büchern der Fitzek dann hier drin wäre, dann würde ich ihn wahrscheinlich doch eher zu mittelmäßig packen. Aber mit Mimik hat mich Sebastian Fitzek ein bisschen versöhnlicher gestimmt. Ich werde mit Sicherheit auch noch das nächste Buch von ihm lesen. Aber wenn meine Theorie stimmt, dann ist das nächste Buch ja wieder beschissen. Also mal schauen.
Das nächste ist ein Aufregerbuch, nämlich How to Kill Your Family. How to Kill Your Family, uff. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mit diesem Buch angefangen und fand es richtig cool. Es hatte am Anfang so ein bisschen Kill Bill-Vibes. Es geht nämlich um eine Frau, die ihre komplette Familie umbringen möchte. Ihre Mutter ist gestorben an Krebs und nun ist sie auf sich alleine gestellt, weil ihr Vater ihre Mutter von Anfang an verlassen hat, bevor sie geboren wurde. Und ihr Vater stammt aber aus einem sehr, sehr reichen Hause. Und dieses Haus, diese Familiendynastie möchte sie nach und nach umbringen. Und Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, das mündet in so skurrilen, skurril ist das falsche Wort, das mündet in lächerlichen Szenen. Das war teilweise wie Final Destination, ja? Leute sterben hier, weil sich das Smart Home gegen sie stellt. Wir haben BDSM-Sadomaso-Spielchen. Also alles war komplett over the top. Und die Protagonistin war irgendwann so unsympathisch, weil man wirklich gemerkt hat irgendwann, dass sie alles und jeden hasst. Dass sie unbelehrbar ist und dass ihr immer wieder das Gleiche passiert. Sie hat sich immer jemanden rausgepickt, hat über den was herausgefunden und ihn dann umgebracht. Es war spätestens nach Seite 200 einfach nur noch nervig. Ich habe es dann trotzdem zu Ende gelesen und habe es bitterlich bereut, weil das Ende dem Ganzen einfach nochmal die Krone aufgesetzt hat. Das war wirklich sowas von bescheuert. Hat alles zunichte gemacht, was davor kam, was ja auch schon nicht gut war. Aber wirklich dieser Twist am Ende, da dachte ich mir echt, Alter, welcher Lektor hat das eigentlich durchgehen lassen? Puh, also das war wirklich der Flop des Jahres. Ja, nee, keine Leseempfehlung. Ich wünschte, ich hätte es abgebrochen. Das kommt auch wirklich selten vor bei Büchern, die ich lese. Und einfach nein. Ich kriege hier gleich wirklich ein Herzkasper. Und vor allen Dingen kommen wir jetzt direkt vom schlechtesten Buch des Jahres, also das schlechteste Buch des Jahres, kommen wir direkt zu dem besten Buch des Jahres. Und das wurde geschrieben von Melanie Rabe. Ich habe euch jetzt auch schon öfter von diesem Buch vorgeschwärmt. Ihr müsst es einfach lesen. Melanie Rabe hat hier keinen Thriller geschrieben, sondern einen Roman. Und zwar einen absolut unvergleichlichen Roman. Einen, der ganz, ganz sanfte, anspruchsvolle, magische Elemente irgendwie in sich hat, aber nur ganz, 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 ganz dezent und ansonsten eine Geschichte von zwei jungen Frauen erzählt, die sich begegnen und diese Begegnung stellt das ganze Leben auf den Kopf. Es wird teilweise so ein bisschen rasant, es wird fast schon ein bisschen Thriller-like, aber es ist einfach alles, was ich gerne mag. Ein bisschen Anspruch. Es ist thematisch aufgeladen, also man denkt einfach darüber nach und man merkt, das Buch hat etwas zu erzählen. Der Plot, die eigentliche Handlung ist aber auch wirklich super spannend. Die Figuren sind sowas von schön erzählt, weil sie einfach ihre Ecken und Kanten haben. Hier ist keiner perfekt. Der Schreibstil war absolut bezaubernd und hat diese komplette Atmosphäre getragen. Also ich bin voller Lobes, es ist auf jeden Fall in den Top 3 und einfach ein großartiges Buch. Ich liebe Melanie Rabe, wirklich, ich liebe deinen Schreibstil, Melanie, und ich freue mich schon auf das nächste Buch und ich hoffe, dass sie genau in diesem Genre drin bleibt, in diesem leicht Thriller-spannungsartigen Roman. Also, ne, weil ihre Thriller vorher waren ja auch schon immer so ein bisschen anspruchsvoller als der Durchschnitt, sag ich mal. Und das kann sie einfach super gut und ihr Schreibstil passt da auch super gut zu. Und diese Frau hat einfach unfassbar schöne Geschichten in ihrem Herzen und ich bin hin und weg und ich liebe es. Und es ist mein Lieblingsbuch des Jahres. Jetzt springen wir wieder zu Stephen King. Ich habe nämlich Stark, The Dark Half gelesen und das war auch überraschend. Es war so ein kleines bisschen trashig. Das geht nämlich wirklich in eine Slasher-Richtung im Endeffekt. Es ist eine super coole Grundidee. Wir haben wieder einen Schriftsteller zur Hauptfigur, was ja Stephen King auch sehr, sehr gerne macht. Und dieser Schriftsteller hat ein Pseudonym und möchte jetzt unter diesem Pseudonym nicht mehr schreiben und begräbt dieses Pseudonym deswegen. Und dieses Pseudonym, Richard Stark, erwacht zum Leben und erwacht von den Toten vor allen Dingen
und fängt an, nach und nach Leute umzubringen. Total interessant, weil das ja so ein bisschen autobiografische Züge hat, weil Stephen King natürlich lange unter dem Namen Richard Bachman geschrieben hat. Ich glaube, er verarbeitet hier einiges, aber hat wahrscheinlich auch sehr viele Drogen genommen, als er dieses Buch hier geschrieben hat, weil tatsächlich es war so ein bisschen Slasher-artig, es war ein bisschen trashig, aber es war auch sehr temporeich mit einem super geilen Ende. Also es gab wirklich schöne Motive dieses ganze Buch über. Es war aber deutlich anspruchsloser als sonstige Bücher von Stephen King. Nichtsdestotrotz kommt es zu sehr gut, weil das einfach wieder ein gutes Buch war. Das würde ich aber vielleicht dann eher wieder hier dazwischen einsortieren, irgendwo zwischen mittelmäßig und sehr gut. Aber es kommt zu sehr gut, weil es ist auch einfach Stephen King und das ist eigentlich auch irgendwo Stephen King at its finest. Zumindest der Trash Stephen King at its finest. Dann haben wir In deinen Augen der Tod von Kerstin Rukik. Ein super geiler Thriller, weil er nicht so typisch blutig sensationsgeil ist, sondern so ganz, ganz langsam schwelt und eine Geschichte erzählt, die wirklich vielschichtig ist. Was auch dazu führt, dass das Buch vielleicht die ein oder andere Seite zu viel hat, aber trotzdem war es für mich eigentlich auch mit der beste Thriller des Jahres. Das Ganze haben wir auch im Buchclub gelesen und live diskutiert. Schaut da auf jeden Fall euch den Livestream nochmal an. Unterstützt dieses Buch, weil ich bin echt traurig, dass nicht mehr Leute es gelesen haben. Ich hoffe, dass bald etwas Neues von Kerstin Rukik kommt. Das werde ich auf jeden Fall auch lesen, weil schon Was geschah mit Femke Star war ja einfach ein mega geiles Buch. Und In deinen Augen der Tod ist jetzt wirklich etwas für erwachsene LeserInnen, die es vielleicht nicht so blutig mögen, die aber sehr tief in die Psyche abtauchen wollen, die sich auf einen Slowburn einlassen und einfach ein Buch mit einer ganz, 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 ganz schönen, düsteren, mysteriösen, spannenden Atmosphäre und auch einer Auflösung, wo man wirklich, wo einem das Buch fast aus der Hand fällt. So krass ist das. Das gehört irgendwo zwischen die Top 3 und sehr gut. Ich packe es jetzt aber in sehr gut, weil es soll ja nun mal die Top 3 sein und ich sehe schon, was hier jetzt noch für Bücher kommen und die gehören halt alle in die Top 3. Hier kommen jetzt nämlich noch die Bücher vom Dunklen Turm. Ich habe 2022 den Dunklen Turm komplett zu Ende gelesen. Hier fehlt im Übrigen Wind, der Zusatzband, den ich abgebrochen habe. Reden wir vielleicht einfach nicht drüber. Aber ich habe Band 4 bis Band 7 vom Dunklen Turm gelesen. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Es ist meine neue All-Time-Favorite-Buchreihe. Und es wird dieses Ranking hier einfach komplett zersprengen, weil alle diese Bücher in die Top 3 gehören. Es ist einfach so. Vor allem hier der vierte Band, Glas, der ist einfach, der ist sehr lang. Den habe ich auch zwischendurch mal abgebrochen. Aber wenn man ihn zu Ende liest, dann versteht man einfach, warum. Und es bricht einem das Herz. Und das ist teilweise das Beste, was Stephen King jemals geschrieben hat. Auch der Turm, der letzte Band, ist das Beste, was Stephen King jemals geschrieben hat. In Wolfsmond nimmt die Geschichte eine ganz neue Wendung. Und Susanna ist so ein kleiner Mittelteil, der nochmal irgendwie ein bisschen anders ist. Also ich kann es eigentlich gar nicht vergleichen. Aber ich muss mich jetzt entscheiden, ne? Ich soll hier draus einen Top 3 machen. Ich kann guten Gewissens aussortieren 13 und meine Schwester, die Serienkillerin, einfach weil die im Vergleich jetzt nicht so stark waren wie die hier oben. Und Melanie Rabe und Tagesbürger müssen in den Top 3 bleiben. Deswegen kommt Crush nach unten. Und beim Dunklen Turm ist es jetzt natürlich so eine Sache. Man kann die natürlich sowieso als Ganzes sehen. Aber wenn ich die einzelnen Bände betrachten muss, ja, dann sind Wolfsmond und Susanna nicht so stark wie Glas und der Turm. Und der Turm ist halt einfach, es ist auch mit das beste Ende, was Stephen King jemals geschrieben hat, finde ich. Aber Glas ist einfach eine Experience. Glas ist etwas ganz, 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 ganz Außergewöhnliches. Ich blicke darauf zurück, wirklich mit so einem Respekt davor, dass Stephen King das so geschrieben hat, wie er es geschrieben hat. Das war wirklich eine schriftstellerische Handwerkskunst.
Kunst, die da zur Schau gestellt wird. Und ich kenne halt auch keine andere Reihe, die das so macht, dass da irgendwie plötzlich im vierten Band die komplette Vorgeschichte erzählt wird. Und es macht einfach Sinn. Ich packe den Turm auf sehr gut. Können wir hier eine Kategorie hinzufügen, die einfach für den dunklen Turm ist? Geht es irgendwo? Ich glaube leider nicht. Aber der Turm müsste hier irgendwie in so eine Extra-Kategorie rein. Oh, diese Videos verlangen mir immer so viel ab. Aber ich bleibe jetzt bei diesem Ranking. Interessant ist ja, dass es kein Buch gibt, das bei nicht so meins steht. Diese Kategorie habe ich irgendwie übersprungen. Und wirklich die allermeisten Bücher sind ja hier entweder in den Top 3 oder bei sehr gut. Also 2022 war für mich offensichtlich ein extrem gutes Lesejahr. Und das hier nochmal Revue passieren zu lassen, hat gerade wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie sieht es denn bei euch aus? Schreibt mir gerne unten einen Kommentar, was eure besten und schlechtesten Bücher des Jahres waren. Und vielleicht macht ihr einfach auch so ein Tier-Ranking aus all euren gelesenen Büchern und postet es einfach bei Instagram oder schickt es mir privat. Ich freue mich auf den Austausch und ich hatte sehr, sehr viel Spaß an diesem Video und das war quasi jetzt das Ende meines Jahresrückblicks. Dieses Video hat wahrscheinlich von der Länge her schon alles irgendwie gesprengt, obwohl ich nicht einmal ausführlich geschwärmt habe. Das könnt ihr hier sehen. Da verlinke ich euch nochmal das Video zu meinen besten Büchern 2022. Da wird nochmal en Detail geschwärmt. Schaut auf jeden Fall rein. Ich freue mich aber auch, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Das kommt ganz bald online. Und ich sage danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video und ciao.